Eurobike. Seit 1991 jedes Jahr in Friedrichshafen. Mehr als 80.000 Besucher jährlich. Die weltweit größte Fahrradmesse. Dieses Jahr auch wieder mit Besuchertag und eine Menge an Fahrradteilen. Die Eurobike, ja, es steht wieder kurz bevor. Ist schon immer ein Highlight. Wir sind über viele Neuheiten frühzeitig informiert, weiß, was passiert, was kommen wird. Aber letztendlich ist die Eurobike immer dann noch der Punkt, wo man es dann mal noch in die Hand bekommt oder vielleicht auch den ein oder anderen Deal abschließt, den man vorher noch nicht in der Hand hatte. Ja, als Produktmanagement haben wir uns die Eurobike immer rausgepickt oder ist die Eurobike für uns extrem wichtig, weil man sieht, wo geht es in den nächsten Jahren hin. Ich könnte jetzt ein paar Tipps und Kniffs verraten, tue ich aber nicht. Also wir machen wirklich ein bisschen so eine Marktforschung eigentlich auf der Eurobike immer. Für dich bedeutet das konkret, wir gehen auf die Eurobike und schauen, dass wir das richtige Portfolio haben. Und alle richtigen Produkte, natürlich. Und die neuesten Produkte. Und die besten Produkte. Und die schönsten. Ja, natürlich ist die Präsenz unseres Social-Media-Teams vor Ort auch für dich super spannend. Wir können all die neuen Produkte, von denen schon ja, lange Gerüchte im Netz rumgeistern, können wir jetzt nun euch endlich zeigen, können Fotos davon machen, können gegebenenfalls Interviews mit den Entwicklern machen etc. pp. Also können euch eine ganze Menge an Hintergrundwissen zu diesen Artikeln, die wir euch im Idealfall direkt im Anschluss an die Eurobike auch liefern können, erstellen. Und das ist eben einer der Hauptgründe, warum wir als Social Media Team für euch auf der Eurobike sind. Persönliche Bindung, um nochmal das letzte Quäntchen für euch rauszuholen. Frühzeitig Informationen einzusammeln, um dann frühzeitig auch mit Verfügbarkeit für die Teile zu glänzen. Und genau das ist, glaube ich, unsere Stärke. Ich würde sagen, halb sieben steht man auf. 5 Uhr im Fitnessstudio vom Hotel. Frühstück, kurz nochmal vorbereiten, kurze Teambesprechung und dann machen um 9 Uhr die Messepforten auf. Dann geht es wirklich im Halbstundentakt schnellen Schrittes zu den Terminen. Soll ich echt sagen, ist super stressig einfach. Ne? Du hast Termine. Das kannst du nicht schneiden. Bei uns ist es ein bisschen freier. Manche Tage starten vielleicht mit einem gemeinsamen Ride. Wiederum andere Tage starten mit einem sehr frühen Interview. Und im Grunde genommen ist unser Tag gegliedert in Content-Erstellung und in Content-Ausspielung. Und laden das Ganze mit sehr schlechtem Internet direkt für dich hoch ins Netz. Ich probiere seit Jahren auf der Eurobike eigentlich immer die Neuheiten zu finden und zu sehen, wo geht's hin vom Trend her. Und manchmal gibt es auch wirklich Highlights. Manchmal gibt es Jahre, wo es keine Highlights gibt, aber meistens gibt es doch immer irgendwelche Gesprächsthemen mit neuen Produkten, die ich eigentlich immer ganz cool finde. Dann auch herauszufinden, was ist wirklich neu, ist manchmal recht schwierig, weil es wird dann alles präsentiert, es ist ja nicht irgendwie ein Pfeil, der drauf zeigt, hier, Sensation oder Game Changer, das gibt's nicht. Was auch richtig schön ist, was mir echt immer Spaß macht, ist wirklich so Lieferanten, das sind auch inzwischen teilweise Freunde, von überall auf der Welt zu treffen, weil sie kommen dann aus den USA, aus Taiwan, überall her und man trifft sie auf der Eurobike und hat dort die Chance, mit ihnen zu quatschen, Bier zu trinken, was zu essen. Und endet letztendlich mit einem Bier in der Hand neben dem Fitnessstudio in der Kellerbar. Sieben harte Einlikör. Ja, das Thema Relevanz der Eurobike ist heiß diskutiert. Neuvorstellungen, wie es früher einmal gang und gäbe war, glaube ich, gibt es immer weniger auf der Eurobike. Da ist das Internet, glaube ich, einfach die größere Plattform und macht auch mittlerweile mehr Sinn. Man hat sonst ein sehr digitales Erlebnis und auf der Eurobike wird halt einfach gerade jetzt auch mit dem Besuchertag wieder ein analoges Erlebnis geboten, sowohl für uns als auch für den Kunden. Und ich glaube, daher wird die Relevanz der Eurobike auch noch einige Jahre bestehen bleiben. Ich meine, es ist ja so, dass die Eurobike scheint ja an Relevanz zu verlieren. Viele Hersteller kommen nicht mehr zur Eurobike und die meisten Produkte werden auch schon nicht mehr in diesem klassischen Fahrrad-Eurobike-Zyklus vorgestellt. Also die Anzahl an Neuheiten hat in den letzten Jahren rapide abgenommen. Also die Relevanz schwindet. Es ist also dieser Zyklus, dieser selbstgemachte Zyklus mit der Eurobike, dass man dort Neuheiten vorstellt, ich weiß nicht, ob der wirklich gut ist. Diesen Druck, den man sich immer gemacht hat, dass man bis zur Eurobike dieses Produkt vorstellt und vielleicht war es auch gar nicht fertig, ist nicht unbedingt gut. Deswegen ist es eigentlich angenehmer, wie vielleicht andere Marken das aktuell machen, dass sie einfach unabhängig von Eurobike-Zyklen oder anderen Zyklen Produkte vorstellen und wenn die Produkte auch wirklich fertig sind und gar nicht so zum gewissen Deadline. Ja,
Definitiv. Die Eurobike ist absolut relevant. Ja, das Thema Kontakte, persönliche Bindung und das Miteinander über Fahrradteile zu philosophieren. Und das ist im Prinzip, das könnt ihr euch so vorstellen, ob ihr mit euren Kumpels über die nächste Anschaffung philosophiert, träumt, wie auch immer. Und im Prinzip ist es das Gleiche auf der Business-Ebene. An der Stelle können wir einfach unser Hobby ausleben. Ihr habt jetzt eine Menge von uns gehört. Was ist eure Meinung? Gerade diejenigen, die nicht zur Eurobike gehen können in diesem Jahr. Ist die Eurobike noch relevant oder nicht? Also ich muss morgens um 5 Uhr aufstehen. Ich bin ja der persönliche Trainer von Basti und mache halt die Trainingseinheiten für Basti. Das ist recht anstrengend, ja. Ich würde sagen, ohne mich hätte er die 24-Stunden-Rad am Ring nicht geschafft. Also das ist schon, da muss man schon zusammenarbeiten. Also der Basti hat schon Potenzial, aber ich hole das halt auch erst raus. Ne?